Die Chondren werden auch in petrologische Typen eingeteilt. Und zwar unterscheidet man hier Typ 1 und Typ 2. Und das läuft dann wie folgt. Man schaut sich an, wie der Eisengehalt in Olivin bzw. Pyroxen ist. Und zwar nimmt man hier den Mol-Eisengehalt. Das bedeutet, man nimmt die atomare Häufigkeit von Eisen in Olivin bzw. Pyroxen und teilt das durch Eisen plus Magnesium. Und dann bekommt man Mol-Fe. Dann ist auf der X-Achse auf der linken Seite Forstrit und Enstatit und auf der rechten Seite 100% Phthalat-Ferrosilit. Und dann teilt man ein, dass zwischen 0 und 10% die Typ 1 Chondren liegen. Das heißt, die sind sehr magnesiumreich. Alles andere zwischen 10 und 100% Mol Prozent Eisen, es sind dann Typ 2 Chondren. In kohligen Chondriten beispielsweise sind die Typ-1-Chondren sehr häufig. Dort gibt es vielleicht nur so um die 5% Typ-2-Chondren. Das sieht anders aus in gewöhnlichen Chondriten. Da ist es abhängig auch vom petrologischen Typ, können das bis zu 50, 60, 70% vielleicht Typ-2-Chondren sein. Dort gibt es dann vergleichsweise wenig Typ-1. Es sei denn, es sind primitive gewöhnliche Chondriten, dann gibt es auch mehr Typ-1-Chondren. Und Enzatit-Chondrite beispielsweise, die sind so reduziert, dass es praktisch keine Typ-2-Chondren gibt, sondern die sind alle fast bei 0% Forstrit und Enzatit. Warum schaut man sich mal Forstrit, mal Enzatit oder mal Olivin, mal Pyroxen an? Das hängt damit zusammen, dass die Diffusion in Olivin sehr viel schneller ist. Das bedeutet, dass wenn es eine leichte metamorphe Überprägung gibt, in Olivin der Magnesium-Eisen-Austausch sehr schnell stattfindet. Und dann misst man im Grunde genommen die metamorphe Überprägung. Man möchte aber wissen, was der ursprüngliche Zustand der Chondre war, ob er Typ 1 oder 2 war. In Pyroxen geht dieser Magnesium-Eisen-Austausch sehr viel langsamer. Deshalb kann man, wenn die Meteorite leicht überprägt sind, dort besser die Pyroxene nehmen. Dann erhält man, dann vermeidet man diese metamorphe Überprägung zu messen. Und das ist der Typ 1 und die Typ 1, Typ 2 petrologische Klassifizierung. Es gibt dazu noch eine weitere Subklassifizierung in A, A, B und B.